So, herzlich willkommen zu unserem ersten Do-It-Yourself-Video. Und zwar mit dem Alex zusammen, einem Freund von mir. Und wir haben uns wirklich gedacht, was können wir gerade im Haus machen? Und haben uns entschieden für diese Pflanzenwand. Und diese Pflanzenwand ist wirklich genial einfach zu machen. Pflanzen sorgen für ein richtig cooles Raumklima, die Luftfeuchtigkeit, sie filtern Schadstoffe aus der Luft. Und da haben wir uns überlegt mit dem Alex zusammen, das haben wir im Internet gesehen, was wir da machen können und haben uns für diese Pflanzenwand entschieden. Das ist wirklich einfach zu machen, Alex, wenn man überlegt mal. Recht einfach, ja. Ich würde mal sagen, insgesamt ungefähr 6 Stunden haben wir gebraucht für alles. Ja. Das Ding zu streichen, zu bohren. Gut, vielleicht noch was organisieren, aber schon. Genau, das organisieren noch. Aber ansonsten geht es wirklich relativ flott. Und ihr müsst auch nicht, wie wir hier, französische Eiche nehmen. Ihr könnt auch ein ganz normales, was bestimmt auch cool aus mit Palettenholz. Bestimmt. Einfach mit Europaletten das zu machen, ist auch, oder Europaletten direkt an die Wand zu bohren und dann diese Kübel hinzumachen, denke ich, das ist, kann eigentlich jeder machen. Das kann jeder machen. Genau. Und wie der Alex, wie wir zwei das gemacht haben, das seht ihr nämlich jetzt. Der erste Schritt, was der Alex und ich gemacht haben, ist, wir haben uns eine französische Eichenplatte geholt. Und zwar ist die, wie nennt sich das, Alex, nochmal? Keilzinkt. Genau. Genau, Keilzink-Parkettoptik, das kann man sich bei jedem Holzhändler holen, richtig? Ja. Genau. Fichte wird wahrscheinlich günstig sein. Vielleicht habt ihr auch irgend so eine große Holzplatte irgendwo liegen. Ich meine, so groß muss sie bei euch nicht sein. Vielleicht wollt ihr auch nur ein Meterstück oder 2 Meterstück. Das heißt, ich könnte irgendwelche Reste nehmen. Was der Alex, ich und ich jetzt machen, ist, wir rauen das jetzt einfach mal an. Das ist jetzt die Lacklasur Palisander. Das ist die Farbe Palisander und das ist ungefähr die gleiche Farbe, wie unsere Treppen sind. Und da könnt ihr wirklich verschiedene Farben holen. Das Wichtigste ist aber, dass ihr auf der Rückseite lest, dass es für den Innenbereich ist. Das ist ganz, ganz arg wichtig. Wie gesagt, steht nochmal hinten drauf. Und jetzt einfach nochmal kurz schütteln. Zack. So, und dann tun wir das auftragen. So. So, der Alex trägt jetzt auf und tut es jetzt mit einer Spachtel verteilen. Und zieht es richtig schön mit der Spachtel ab. Ihr seht, gleich wird es schon braun. Und je öfter man mit der Lasur drüber geht, umso bräuner wird es. Und wir müssen wahrscheinlich, so wie ich sehe, 2-mal drüber gehen, Alex, oder? Denkst du auch 2-mal? Auf jeden Fall 2-mal, ja. Genau. Und die Außenbereiche tue ich mit dem Pinsel einfach anstreichen. Und Alex macht die Oberfläche jetzt hier gerade mit der Spachtel schön gleichmäßig. Du nimmst jetzt doch den Pinsel? Anstatt der Karte? Ja, hat nicht so funktioniert. Aber okay. Wir tischen ja immer ein bisschen was, ne? Okay. Damit die, also schlimm ist nicht, man kann es noch mal kurz anschleifen, dann noch mal drüber gehen. Es muss schön gleichmäßig sein. Auf einer ganz großen Fläche seht ihr sofort irgendwelche Unebenheiten und auch Farbunterschiede. Jetzt haben wir gestern Abend mit dem Alex zusammen das Ding lasiert. Und eigentlich trocknet es nach 20 Minuten normalerweise. Ja, das geht, okay. Geht, also wir haben gestern einfach Feierabend gemacht, kommt halt auch mal vor, und haben gesagt, komm, wir machen morgens weiter. So, das Ding ist jetzt lasiert. Ihr seht auch, wenn ihr es dunkler haben möchtet als das Palisander, dann streiche ich nochmal drüber. Aber wir haben gedacht, das passt perfekt zum Boden und wir lassen es gerade so. So, und jetzt kommt es natürlich, man muss es an der Wand befestigen. Ich meine, wir haben etwas riesengroßes, wir haben ein riesengroßes Brett hier. Und wenn ihr es zu Hause macht, kommt es dann natürlich immer darauf an, was für eine Wand ihr habt. Wir haben zum Beispiel die Innenwände bei uns sind aus Kalksandstein, die sind richtig stabil, haben eine ganz, ganz hohe Rohdichte. Deswegen hauen wir es direkt mit einem normalen Dübel hin und mit normalen Schrauben. Richtig? Genau, richtig. Genau. So, was wir uns überlegt haben, wie kann man es am besten an der Wand anbringen? Man kann auch eine Unterkonstruktion bauen, aber wie gesagt, Kalksandsteinwand gehen wir direkt an die Wand. Und dann zeige ich euch, was wir gemacht haben. Und zwar haben wir hier einen Pfostnerbohrer. Richtig, Alex? Wie Marc Pfostner. Stimmt. Ja, so. Stimmt. Und mit diesem Pfostnerbohrer tun wir es jetzt nochmal ansenken. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar kurz ansetzen. Genau. Senkrecht nach unten und bohren. So. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich eine Senkung gemacht. Und zwar werde ich jetzt nachher, das kann ich auch jetzt gleich machen, und zwar mit dem 6er-Bohrer durchbohren. Und jetzt können wir eigentlich die Schraube nachher mit der Wand befestigen. Und zwar hier einfach durchdrücken. Naja, muss ja
festbohren. So, da geht die Schraube nachher, nochmal, die zeige ich euch nachher. Da ja, geht die hat einen Zinkkopf, die geht da, die genau. Verschwindet schon gut. Die verschwindet nachher und dann haben wir hier diese Käpple. Käpple nennen wir das, oder? Beim so Schwäbischen heißt Käpple. Dann machen wir diese Käpple drauf, zack, und dann sieht man nachher die Schrauben nicht mehr. Und dann gehen wir gerade nochmal mit der Palisadenlasur, gehen wir nochmal drüber und dann haben wir eigentlich die Schrauben versteckt. Das ist eigentlich eine Sache, eine ästhetische Sache. Willst du, dass man die Schrauben sieht, willst du, dass man die Schrauben nicht sieht? Ich würde sagen, wir wollen, dass man sie nicht sieht. Und deswegen, wie gesagt, mit dem Pfostenbohrer vorgesenkt, dass wir nachher die Käpple hier reinkriegen. Und jetzt tun wir mit dem Alex zusammen einfach mal alles vorbohren, tun es vorbereiten, bevor wir dann unser Konstrukt nach oben bringen, okay? Und jetzt kommt der schwierigste Part der ganzen Geschichte. Jetzt wird es nämlich richtig spektakulär. Das Problem ist folgendes: Wir kriegen diese Riesenplatte nicht durch den Treppengang, nicht die Treppen hoch, weil es ins zweite Obergeschoss kommt. Das nicht zweite Obergeschoss. Nein, ins Obergeschoss, nicht zweite Obergeschoss. Und wir kriegen sie nicht durch den Treppengang. Deswegen müssen wir es über der Garage, über dem Balkon reintragen. Und das Ding wiegt wirklich 200 Kilo, ist riesengroß. Und dazu brauche ich meine Freunde. Und hier habe ich extra meine ganzen Freunde gerufen, die mir dann helfen, das Ding jetzt hochzubringen. Da ist dann, Jungs, warte mal. Wie? Warum bist du da? Wo sind meine Freunde? Du hast keine Freunde. Wie? Ach, du hast keine, ich hab Freunde, du nicht. So, wir machen das wieder zu und wenn ich wieder hochmache, will ich meine Freunde hier haben. Du hast keine. So, machen wir es nochmal. Das gibt's doch nicht, oder? Ein einziger und das ist dann der Günni. Der Günni ist eh so schwach, der kriegt das Ding eh nicht hoch. Okay, Männer. Ja. Jawohl. Ich hab Freunde. Ja, das sind deine Freunde, ja? Du hast keine. Ja. Können Günnis Freunde mir vielleicht helfen, wäre es möglich, das Brett hochzuschleppen, okay? Nur auf mein Kommando. Ach so, okay. Ich bin der Chef jetzt. Okay. hat jemand vorher schon mal einen Knoten gemacht? Ha? Die haben sie doch. Genau, Papa, gib her. Die haben sie doch, Opa. Hey, wenn du so blöd lachst, ich sag's dir. Du bist 1,50 Meter zu klein, Junge. Aha, okay. Wir haben es geschafft. Wahnsinnig, das war unglaubliche Ingenieurskunst, was ich da wieder gemacht habe. Wahnsinn. Das war alles meine Idee. So. Aua. Nur vorbohren, damit man sie noch mal kurz weghebe, ja? Der Alex hat jetzt vorgebohrt und jetzt bohren wir noch mal richtig rein und dann hauen wir einen Dübel rein und dann befestigen wir es mal richtig. So, das ist jetzt ein Dübel. Das heißt, wenn man eine Betonwand reinbohrt, nachher eine Schraube reinmacht, bitte immer mit Dübel. Und zwar die Schraube fährt hier rein und dann verdrückt es das und der tut es dann wie so ein Anker, so, wie so eine Kralle nachher in der Wand festkrallen. So, einfach rein, zack, und oben auch. Alex, da komme ich nicht hin. Das ist nicht lustig. Aber funny. Aha. Ja. Ihr schafft es. Die Wand ist jetzt fest angebracht und jetzt wollen wir die Pflanzen anbringen. Das sind Zimmerpflanzen, ganz normale. Und jetzt tun wir so Bohrungen machen. Das ist zum Beispiel, da haben wir was zweckentfremdet. Das sind die bekannten Rohrschellen. Da haben wir diesen Gummischutz weggemacht. Die werden wir jetzt so an der Wand anbringen und dass wir die Pflanzen nachher einfach hier, zack, reinfallen lassen. So sieht es nachher an der ganzen Wand aus. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was der Alex hier auch noch hat, das sind hier diese Drähte
Und was machen wir da, Alex? Das ist ja eigentlich für einen Balkon gedacht, Balkongeländer einzuhängen. Aber da haben wir so Ösen, die können wir auch in die Wand reinschrauben und dann hebt das. Genau, so machen wir das. Und wie wir die Pflanze jetzt am besten positionieren, dafür haben wir ein Kreppband geholt. Und jetzt tun wir einfach mal die Kreppbänder mal positionieren, dass wir wissen, wie wir die Pflanzen am besten aufhängen, oder? Ja. Oben machen wir eher die ran, wo wir selber Wasser holen. Mhm. Und wir wegen gießen, weil da komme ich oben nicht mehr hin, verstehst du? Deswegen machen wir die Gefu-Gefäße machen wir eher oben und die anderen machen wir eher unten. Können wir es so machen? Jawohl. Jetzt habe ich hier diese Rohrschelle. Und zwar diese Rohrschelle, da bohrt sich jetzt das hier ins Holz rein. Dann bleibt dieser Nippel hier übrig. Und da kann ich jetzt das einfach nachher draufdrehen. Kommt hier nachher der Topf rein. Und dann ist es fest. Und das machen wir bei allen Töpfen, die von Gefu sind, machen wir das. Und bei den anderen, da arbeiten wir mit Ösen. Richtig, Alex? Genau. Genau, okay. So, hinten hat er einen Torx-Aufsatz. Torx. Und den mache ich jetzt hier rein. Dann nehme ich hier die Rohrschelle. Tue es jetzt einfach draufdrehen. Zack. So, das reicht. Ganz an der Wand muss ich nicht. So. So, kann ich die Pflanze hier draufstellen. Von beiden Seiten ein bisschen. Perfekt. So muss es aussehen. Hier haben wir jetzt ein anderes System. Das ist normalerweise so, ein Balkonkübel, wo man dann an die Balkone hinhängt. Finde ich auch cool, das System. Und jetzt nehmen wir hier diese Haken, diese Ösen. Und die Ösen machen wir jetzt auch an der Wand fest und hängen die nachher hier ein. Jetzt hat der Alex nochmal einen ganz coolen Trick. Der zeichnet das hier an auf der Wasserwaage. Zack. Jetzt weiß er genau den Abstand. Und jetzt bohren wir kurz ins Holz rein und dann haben wir perfekt den Abstand. So, jetzt habe ich einen ganz, ganz kleinen Bohrer, dass es passt. Der Bohrer muss immer ein bisschen kleiner sein, als nachher das Gewinde, das ich reinmache. Das ist ganz wichtig. So, jetzt können wir es einfach nur... Zack. Seht ihr? Perfekt. So, während Alex gerade die Pflanzen an die Wand ranbohrt, bin ich hier am Umtopfen. Und zwar müsst ihr euch eins verstehen, wenn ihr im Baumarkt eine Pflanze holt, eine Zimmerpflanze, dann ist es meistens zu viel Pflanzen, zu viel Triebe in einem Topf drin. Deswegen kann es auch oftmals sein, dass ihr, wenn ihr Pflanzen im Baumarkt kauft oder irgendwo in der Gärtnerei, passiert das normalerweise nicht, die wissen das, dass da zu viel Pflanzen in einem Topf drin sind. Und das Wichtige ist, die Dinger dann umzutopfen. Dass die Pflanze braucht Luft und Raum zum Atmen und zum Leben. Deswegen werde ich jetzt die Pflanzen umtopfen und einfach kleiner machen. Weil keiner von euch wird wahrscheinlich eine Pflanze kaufen, wo nur ein Trieb drin ist. Und zwar nehme ich hier diesen Topf hier. Ihr seht hier die ganzen Triebe hier. Guck mal, hier sind viel zu viele drin. Seht ihr das? Zeig mal kurz drauf, Tom. Guck mal, hier sind 1, 2, 3, 4 Stück könnte ich damit, ich könnte 4 Töpfe damit machen. Und jetzt nehme ich das einfach kurz und stecke sie in einen Eimer voll Wasser. So, jetzt saugen sie sich mal richtig schön fest. So, dann hole ich sie raus, stelle sie hier drauf und jetzt keine Angst haben, jetzt baue ich das Ding einfach auseinander. Seht ihr? Jetzt habe ich hier einen Trieb. Perfekt. Jetzt nehme ich einen kleinen Topf, packe hier ein bisschen Anzuchtserde rein, setze es hier rein. So, ein bisschen Feuchtigkeit noch. Dann habe ich hier so einen Gefu-Behälter, das zeige ich euch mal, den hat mir der Rudolf zugeschickt.
Da gehen wir mal kurz zusammen in die Küche und da zeige ich euch mal, wie es die Sally mit ihren Kräutern macht. Und dass ihr seht, dass es mit den Töpfen funktioniert, das ist jetzt bei meiner Frau in der Küche. Und zwar hat ihr auch gerade überall diese Kräuter, die wachsen bei uns wie verrückt. Das Problem ist bei den Kräutern immer, du vergisst eigentlich zu gießen oder du gießt zu viel. Und eigentlich ist es eigentlich so, dass die Pflanze sich eigentlich immer Wasser holt, wenn sie sie braucht. Und deswegen seht ihr hier zum Beispiel auch hier den Schwimmer wieder, wie vorhin drüben. Und die Pflanze, in dem Fall Petersilie glatt. Habe ich recht, Schatz? Ja, Petersilie glatt, holt sich das Wasser selber. Und so einfach funktioniert es. Und genau so machen wir es bei uns an der Pflanzenwand. Nur ohne Kräuter, mit normalen Zimmerpflanzen. Dann nehme ich hier diesen Faden, tue den Topf hier rein. Und hier, seht ihr das, stecke ich das in den Topf. So, ist er zack drin. Und jetzt kommt dieser Behälter. Der wird jetzt drauf gemacht. Und der wird jetzt mit Wasser gefüllt. Und der Faden zieht durch die Kapillarkräfte. Das heißt, die Pflanze nimmt sich hier wirklich das Wasser selber und fängt an zu wachsen. Und dann müsst ihr wirklich nur einmal in der Woche, wenn überhaupt, einmal in der Woche hier Wasser auffüllen. Ihr seht es dann hier nach einer Wasserstandsanzeige. Ich tue mal kurz was auffüllen. So, das macht ihr natürlich sauberer nachher, nehmt ihr sauberes Wasser und putzt es, macht es richtig schön und so sieht es nachher aus. Grünpflanzen verbessern auch nachweislich das Raumklima. Sie produzieren Sauerstoff und sorgen für ausreichend Luftfeuchtigkeit. Viele Zimmerpflanzen filtern Sauerstoff aus der Luft und sind in der Lage, gesundheitsgefährdende Substanzen wie Formaldehyd, Benzol zu speichern. Das Formaldehyd, das findet ihr eigentlich auch ganz, ganz oft auf Möbeln. Also diese Beschichtung auf Möbeln, da ist meistens Formaldehyd drin. Und Pflanzen zum Beispiel wie Efeu, die reinigen wirklich das Raumklima. Wenn ihr eine Efeu-Pflanze in den Raum stellt, dann tut wirklich die Efeu-Pflanze innerhalb von einer Stunde die ganze Luft da drin filtern und speichern, also die ganzen Schadstoffe. Das heißt, Pflanzen im Haus zu haben, sind was richtig Geniales. Und das war auch der Hintergedanke, warum ich mir überlegt habe, so eine Wand, eine Pflanzenwand zu machen. Jetzt nehmen wir hier die Löcher, wir haben gesagt, die wollen wir nicht haben nachher, die sollen wir nachher nicht sehen. Da mache ich ein bisschen Acryl rein, dass es klebt, zack. So, und dann tue ich sie einfach nur reinkleben. Perfekt. So, das hält jetzt. Der Güni hat das mit Palisadenlasur angemalt und das hält jetzt einfach, sieht jetzt auch schön aus. Jetzt sind wir fertig und jetzt bin ich mal gespannt, was meine Frau dazu sagt. Schatz, kommst du kurz? Boah, cool. Cool, gell? Ich finde, du kannst noch Aufkleber drauf machen, so aus Kreidetafeln, dann noch draufstreben, was eine Pflanze das ist. Das ist cool. Die da oben, die muss man nur gelegentlich gießen, weil sie das Wasser ja selber holen. Aber ich komme da nicht hoch. Ja, das musst dann du machen. Cool. Auf jeden Fall sieht es doch cool aus, oder? Ja. Vor allem, denke ich mal, das ist gut fürs Raumklima. Wird passen. Ja. Und ich finde, man kann jetzt zum Beispiel, könnte man jetzt auch noch im Sommer könnte man noch ein paar hinmachen, wo so richtig coole Blumen sind, dass es noch bunt wird, ja. Richtig zugewachsen. Das ist wie so ein Wintergarten. Genau, ein Wintergarten, den wir hatten. Aus wie ein Wintergarten. Ja. Und ist ganz einfach gemacht und es war sogar günstig. Sehr cool. Okay, ich hoffe, das erste Do-it-yourself-Video mit dem Alex zusammen, mit dem Günni ist auch mal ein paar Mal aufgetaucht, hat euch gefallen. Und wenn ihr noch ein paar Vorschläge habt, sagt uns Bescheid, was wir machen, was wir basteln können. Wir werden demnächst was im Garten machen. Mhm. Ja? Ja. Ich verrate nichts. Ja. Was machen wir im Garten? Weißt du, was wir im Garten machen? Ja, viele Sachen. Okay. Wir machen viele Sachen im Garten. Schalt dafür mal wieder ein, gebt uns einen Daumen nach oben und keinen nach unten. Hatet uns nicht, hatet die anderen und macht's besser. Okay? Ja. In 10 Minuten gibt's Essen. Ja. Cool. Jo, alles klar. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Und abonniert uns. Also ja. Alex und vor allem mich. Ja, uns beide. Bis dann. Ciao. So, ich habe jetzt gedacht, das Video ist zu Ende. Ist es aber nicht. Und zwar, ich bin der Murat aus der Zukunft. Und zwar, die Zukunft hat mir gesagt, 3 Wochen später, es ist richtig angewachsen. Alles, was wir hier gemacht haben. Ihr seht, es ist richtig heftig geworden. Und das Einzige, was eigentlich war, eine Blume hat Läuse gehabt, die musste ich dann entsorgen.
Und jetzt hat meine Frau einfach den Wunsch geäußert, dass ich noch mehr Pflanzen hinmache. Ihr war das einfach zu wenig. Und um mehr Pflanzen hinzumachen, habe ich mir hier Hilfe geholt von der Johanna und der Marie. Und Johanna und Marie, die sind hier, die machen gerade ihren Girls Day. Und zwar, ihr seid 12 Jahre alt, richtig? Genau. Und die schnuppern mal heute bei uns rein, weil wir haben ja verschiedene Handwerker hier. Also Günni, ich, der Alex oder den Tom, den Frank, die sind ein Mediengestalter. Und den Mädels möchte ich einfach zeigen, dass Handwerk auch was Cooles ist. Und ich hoffe, ihr zwei helft mir jetzt, die Wand noch komplett fertig zu machen, so dass es der Sally nachher auch richtig gut gefällt. Gefallen hat sie eigentlich schon. Und die Mädels und ich, wir machen jetzt noch mehr Pflanzen hin. Und dann schauen wir uns mal an, wie es im Endeffekt noch mal aussehen wird, okay? Perfekt. Und jetzt genau umstellen und raus wieder. Perfekt. So. Jetzt setzen wir die rein. Jetzt haben wir eine Blume hier. So. Und jetzt tun wir die andrehen mit dem Schraubendreher. So, das reicht schon. Perfekt, wieder zurück. Die Mädels haben jetzt geholfen, Sally ist jetzt auch da. Ja. Haben wir cool gemacht mit den zwei. Ich finde es jetzt richtig cool. Also am Anfang fand ich es so ein bisschen noch zu leer. Aber jetzt kann ich mir richtig gut vorstellen, dass wir. Also ich finde es jetzt schon wunderschön. Und wenn dann die Pflanzen noch ein bisschen wachsen, habt ihr echt super gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, ganz coole Geschichte. Ja. Ich wusste gar nicht, dass 12-Jährige so groß sind. Und die denken sich wahrscheinlich, ich wusste nicht, dass 38-Jährige so klein sind. Aber wir machen es cool mit euch, das zu machen. Und wir machen jetzt weiter mit dem Girls Day. Wir gehen runter und gucken mal, was die Jungs machen. Ja. Okay? Und ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt an dem ganzen Video. Und wir sehen uns demnächst beim nächsten Bauupdate oder Do It Yourself. Mit 30 war er übrigens auch so groß wie ich, aber mit, nein, ist er geschrumpft. Ich gehe noch mit rein. Dankeschön, Mädels. Also, kommt. Habt ihr echt toll gemacht. Ja. Sieht super aus.